So wie jetzt. Und dann drückst du dich wieder schön nach hinten und du gibst einfach nur Stopp. Hey Leute, willkommen bei den Scooterhelden. Also heute ist mal wieder so ein richtig geiler Tag, ja? Wieder nicht damit gerechnet. Gerade fett im Arbeitsflow und jetzt rief mich gerade SXT an, die ja normalerweise irgendwo unten im Südwesten von Deutschland sitzen. Ja, wir sind jetzt gerade in Berlin, wir würden jetzt vorbeikommen, wir bringen dir was rum. Oh. Was bringt ihr denn rum? Ja, ein Custom E-Chopper. Oh. Gucke ich mir heute an, ist sogar zugelassen, können wir sogar eine Runde drehen. Geil, oder? Freue ich mich, da bin ich mal gespannt. Was mache ich ja, ne? So Vorserienfahrzeuge, erstmal gucken, ja, ein bisschen glattbügeln, wenn auch immer scheiße ist, einfach sagen. Okay, wir warten mal ab, geht gleich los. So Leute, ich habe den Schlüssel bekommen. Den Schlüssel vom SXT Grizzy GT L3E mit 80 km/h. Ich darf ihn jetzt genau 10 Minuten fahren und dann muss ich ihn wieder abstellen. Und ich darf vor allem auch nicht zu viel zeigen, das wurde mir auch noch gesagt. Er ist nämlich noch so geheim, er ist so neu, ja, dass ich jetzt einer der Ersten bin. Nee, ich bin der Erste, der den Grizzy GT testen und fahren darf. Also ich weiß ja, dass ich euch noch nicht zu viel zeigen darf, aber ich finde es schon ziemlich Porno, wie er jetzt hier mit seiner goldenen Upside-Down-Federgabel steht. Dann mit diesen goldenen Stoßdämpfern. Es sieht einfach nur krass aus. Ich weiß, ich darf euch nicht zu viel zeigen, aber ich mache es einfach mal. Wir haben jetzt hier so eine Fernbedienung. Der Preis für das Fahrzeug wird zwischen 4.500 und 5.000 Euro liegen. Es ist die Version der L3E, bedeutet 80 km/h. Schaut euch doch mal diese riesigen Bremsscheiben an, ja? Und der Scheinwerfer sieht auch sehr, sehr geil aus. Einmal Licht an und vielleicht nochmal den Warnblinker an. Und krass finde ich auch die Blinker. Also ob das denn so kommt, hier direkt unter den Bremsgriffen sind die Blinker integriert. Und was ich natürlich total cool finde, sind hier die Spiegel. Also wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ich hoffe natürlich, dass es so kommt. Ja. Hinten das Herzstück. Nicht nur der Fender, der wirklich sehr custom-like aussieht, muss man ganz klar sagen. Da wird es nochmal eine Abänderung geben, damit es für den deutschen Straßenverkehr auch zulässig ist. Seitlicher Kennzeichenhalter, sondern eben auch ein extrem breiter Schlappen. Guckt euch das mal an, 215, 40, 12. Eingelassen mit einem Radnabenmotor, der Motor 72 Volt, 4000 Watt und wahrscheinlich auch eine Peakleistung zwischen 6 und 7000. Weiß ich jetzt nicht, ich hau das jetzt einfach mal so raus. Dann auch hier wieder extrem futuristisch gemacht, eingelassen in das Felgenbett, ja. Die Scheibenbremse, wahnsinnig groß, sieht extrem cool aus, habe ich so an der Stelle auch noch nicht gesehen und natürlich immer wieder die Parallelen zum SXT Grizzy, was den Rahmenaufbau betrifft. Also richtig, richtig cool. Aber ich darf ja nicht zu viel zeigen, also setze ich mich ganz schnell rauf und wir fahren mal eine Runde um Block von rechts nach links. Wir haben hier den On-Off-Schalter, dann unser Licht, also Licht aus, Standlicht, Abblendlicht, dann ganz normal unseren Warnblinker, die Hupe. Hier haben wir noch einen P-Schalter. Okay, ist wahrscheinlich die Parkposition, finde ich gut. Was macht denn dann der rechte Schalter? Ach, der rechte Schalter ist gar nicht on-off. Ich habe gedacht, das wäre on-off. Nein, damit kannst du die Fahrstufe einstellen. Okay, und links würdest du jetzt hier wechseln von Parken auf Ready. Okay, dann Blinker. Aktuell nur optisch, noch nicht akustisch. Ja, und dann haben wir noch Abblendlicht und Fernlicht. Also das funktioniert hier auch. Ein Handyhalter wäre hier auch mit bei. Bremse an sich noch ein bisschen einstellbar. Und da vorne haben wir dann noch ein LCD-Display. Ich hoffe, ihr könnt es relativ gut ablesen. Da haben wir jetzt hier auf der rechten Seite unseren Akkustand, Geschwindigkeit und wie viele Kilometer wir bisher gefahren sind. Genauso wie die Fahrstufen. Wie gesagt, das ist alles noch vor Serie. Das Serienfahrzeug in einem halben, dreiviertel Jahr wird dann etwas abgewandelt aussehen. So, genug gelabert. Wir fahren mal eine Runde. Ist ja gerade mal 1,90 lang, aber fühlt sich nicht wie 120 Kilo an. Also vorne ist er natürlich leichter. Gewichtsverteilung ist ziemlich cool, weil wir jetzt hier den Akku natürlich in der Mitte haben. Ich muss mal gucken. Ach, hier komme ich lang, auf jeden Fall. Wir fangen mal ganz kurz mit den Fahrstufen an. Also erstmal vom Feeling her, man sitzt hier ziemlich gut drauf, super bequem, federt sauber ein. Ja, die Pedalerie kannst du hier auch hochklappen, ein bisschen besser gemacht als beim SXT Grizzy. Und ansonsten, ja, schlanke Linie, ein bisschen ungewohnt, aber durch den breiten Lenker wirkt das doch ganz schön satt. Also man hat schon das Gefühl, man sitzt auf einem richtig soliden Chopper. Fahrstufe 1, wir geben mal ganz kurz Stoff und gucken, was passiert. Ja. Und da musste man schon fast ein bisschen klingeln, damit die Leute einen sehen und hören. Geht gut ab. Vor allem auch schön leise. 40 km/h. Also das fährt sich schon mal gar nicht so schlecht. Und 35 Amperestunden. Du kannst den Akku ja rausnehmen und hast auch nur eine Ladezeit von 3 Stunden. Weil es soll wohl ein Schnellladegerät mit dabei sein mit 15 Ampere. Okay, cool. So, ich setze mal den Blinker. Tempomat sehe ich jetzt hier an der Stelle nicht. Macht aber auch nichts. Und würde jetzt mal eins machen, ich bremse noch mal kurz ab, bin frech und gehe noch mal direkt in Fahrstufe 2 und gebe Vollgas. Ja, 50 darf ich hier fahren,
hoffe ich zumindest. 53 werden es gerade. Ich muss ein bisschen abbremsen. Mann. Flinke Sohle, sehr laufruhig und vor allem auch extrem bequem. Sitzpolster finde ich cool. Und das Polster ist ja hier optisch schon ein bisschen aufgewertet mit diesen Nieten außen. Das haben wir damals auch bei der TC Max gemacht, wo wir die als Black-Version umgebaut haben. Ich fand das immer cool. Hat immer diesen klassischen Custom-Look. Und Fahrstufe 2 hier für die Stadt auch in Ordnung. Wie das dann final nachher aussehen wird, wird man dann sehen. Gibt es da noch eine dritte Fahrstufe? Ja, nein. Aber zumindest hier einmal durchbeschleunigen, alles stehen lassen. Bis 50 können wir mal kurz Feuer geben. Okay. Langsamer. Ja, Bremsen arbeiten mit. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und vor allem, du hast jetzt die Power. Ne? Du hast die Power, um mal schnell von A nach B zu kommen. Du bist von der Ampel auf jeden Fall der Erste, der weg ist. So wie jetzt. Und dann drückst du dich wieder schön nach hinten und du gibst einfach nur Stopp. Okay, ich will mal nicht zu schnell fahren. Kurzer Radstand, 1,90 Meter länger, das, was ich jetzt den Daten entnehmen konnte. Mit 120 Kilo, die merkst du eigentlich gar nicht. Wo wiegt der 120 Kilo? Das fühlt sich so leicht an, ja? Und dennoch vom Handling her mit den breiten Schlappen vorne und hinten. Ja, das macht doch Spaß. Ja, ich fahre nicht mehr zurück. Ich bleib hier einfach drauf sitzen. Also wenn der Preis sich jetzt wirklich unter 5000 Euro bleibt, dann ist das auf jeden Fall eine coole Alternative, nicht nur für die City, sondern auch fürs Umland, weil du eben damit dann eben auch mal auf die Autobahn kannst. Das ist ja der Vorteil. Die Spiegel sind auch geil. Ey, das muss ich echt sagen. Ich kann richtig gut nach hinten schauen. Das muss aber auch an der Sitzposition gerade liegen. Also ich fahre ja selber eine Triumph. Da habe ich zum Beispiel das Problem, wenn ich die Spiegel so nach unten packe, dann sehe ich immer nur meine Beine und nichts weiter. So, kein Problem, gerne. Und die Leute hören dich natürlich nicht, ne? Also extrem leise, aber sehr durchzugsstark. Das macht richtig Spaß, weil dieser breite Lenker gibt einem so ein richtig cooles Handling. Und durch den breiten Schlappen, wenn wir jetzt noch 20 Grad hätten und der Asphalt ein bisschen warm ist, kannst du dich bestimmt auch richtig gut in die Kurve damit legen. Bin ich mir sicher. So, wir fahren mal nach links. Ja, schön. Okay, also L3e, holt euch die THG-Quote, holt euch ein bisschen Kohle wieder für das Fahrzeug. Interessant ist es allemal. 80 km/h Höchstgeschwindigkeit, 200 Kilo Zuladung, 35 Amperestunden, Schnellladefunktion mit 3 Stunden, wenn alles klappt. Das Ganze zwischen 4.500 und 5.000 Euro, nagelt mich da aber bitte auch nicht fest. Und insgesamt, ja, mit einem richtig tollen Motor, einem richtig tollen Design und hier und da sicherlich noch so ein paar Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen. Fender, Spiegel und Co., wo ihr dann aber Optionen bekommt, auch das für euch ganz individuell zu gestalten. So, und jetzt werde ich ganz schnell wieder zum Laden fahren, weil sonst gibt es Mega mit Egger, weil ich weiß, dass die Jungs gleich wieder los müssen und vor allem weiß ich, dass sie das eigentlich gar nicht wollten, dass ich jetzt mal ein Video mache. Das war so spontan. Das war dann, glaube ich, schon fast ein bisschen zu spontan. Jetzt macht ihr nur noch eins, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.